Letzten Monat quälte uns das Sommerloch mit zu wenigen Neuveröffentlichungen. Der August bringt hingegen eine frische Spiele-Sommerbrise. Nachfolgend stellen wir euch die interessantesten PC-Veröffentlichungen im August 2015 vor. Willkommen bei der Suppenfirma Astroarbeiter. Als zentraler Bestandteil eurer Aufgabe lautet die Mission, fremde Planeten zu erforschen, stets auf der Suche nach leckeren Zutaten, um die besten Suppen der Galaxie zu zaubern und damit die hungrigen Mäuler der Kunden zu stopfen. Nom Nom Galaxy erscheint Anfang August und bietet eine potenziell kuriose wie unterhaltsame Spielerfahrung. Satellite Rain lässt sich am besten als der geistige Nachfolger des legendären Syndicate beschreiben. In Echtzeit kommandiert ihr eine Gruppe von 4 Agenten in der dystopischen Cyberpunk-Umgebung einer Zukunftsstadt. Neonlichter schmücken die nächtliche Kulisse, während Regen die Unterjochung der Bevölkerung durch Megacorporations atmosphärisch betont. Nicht nur Fans von Wallace & Gromit wird Army Croc direkt ins Auge fallen. Die Grafik des Adventures basiert auf handgestalteten Knetskulpturen, die mittels Stop-Motion-Technik in Bewegung versetzt wurden. Hinter dem Spiel verbergen sich 2 schlaue Köpfe, die bereits in Earthworm Jim und The Neverhood beteiligt waren. Von dem Schöpfer des Indie-Spiels Thomas Was Alone erscheint Mitte August ein weiterer interessanter Titel. Stark inspiriert durch Stealth-Games wie Metal Gear Solid, besteht das Gameplay von Volume aus Schleichpassagen in texturarmer Grafik. Das ist keineswegs negativ gemeint, denn die Grafikdarstellung ist ein Stilmittel, welches Volume einen gewissen Charme verleiht. Volume, ein weiterer interessanter Indie-Titel des Jahres 2015. Das Spiel zum Anime-Hit. One Piece Pirate Warriors 3 lässt euch die Originalgeschichte von One Piece erleben, vom Windmühlendorf bis zum mysteriösen Königreich Dressrosa. Der Name Pirate Warriors weist auf den spielerischen Kernpunkt hin. Koei Tecmo Games orientierte sich hierbei eng an der hauseigenen Dynasty Warriors-Reihe. Das bedeutet actionreiche Kämpfe gegen hunderte Gegner auf einem Bildschirm. Wenn es um Spiele der letzten Jahre mit der dichtesten Story geht, muss Harebrained Schemes Shadowrun erwähnt werden. Der Cyberpunk-Strategie-RPG-Mix verfügt über interessante Charaktere und eine toll geschriebene Geschichte. Shadowrun Hong Kong führt euch in die namensgebende asiatische Stadt, welche einen der wirtschaftlich erfolgreichsten Orte der 6. Welt darstellt. Ein kleines Beispiel dafür, wie erfolgreich Disney Infinity ist. Innerhalb kurzer Zeit verkauften sich über 3 Millionen Einheiten des Disney Infinity Starter Packs für jeweils 74 US$. Disney Infinity 3 heißt dieses Jahr die Marke Star Wars willkommen. Die spielbaren Charaktere schließen sich der bisherigen Heldenriege an, die aus Universen von Marvel, Disney und Disney Pixar stammt. Das war's mit der PC-Spieleaussicht für August 2015. Falls ihr der Meinung seid, ein bestimmter Titel blieb zu Unrecht unerwähnt, teilt es uns mit.